Dann lasst uns mal reingehen. So viel zum Thema Cafeteria. Boston, sind Sie da? Sie benutzen geometrische Formen als Kombinationen für die Schlösser. Boston, Sie werden nicht glauben, wo ich bin. Hier steht alles voll mit außerirdischen Geräten. Die fantastischsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Und die Maschinen funktionieren. Was tun Sie? Ich weiß noch nicht. Sie sind wirklich außerirdisch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Überstürzen Sie nichts, Maggie. Außerirdisch. Ich bin vorsichtig, Boston. Aber wir haben wohl kaum die Zeit für wissenschaftlich korrekte Testverfahren. Wo sind Sie? Wie kann ich zu Ihnen kommen? Wenn ich das nur wüsste. Jedenfalls nicht so, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin durch einen Tunnel im Felsen gerutscht, aber als das Dach zusammengebrochen ist, ist er mit den Trümmern zugeschüttet worden. Sie hätten dabei draufgehen können. Oh, ich schätze, das war nicht ganz ungefährlich. Aber wenn wir zusammen da durchgerutscht wären, wäre der Zweite auf jeden Fall draufgegangen. Denken Sie daran, wenn Sie auf die Idee kommen, mich zu retten. Ich habe das schon ganz gut hingekriegt. Ja, das glaube ich. Bei uns beiden ist alles in Ordnung, Boston. Wir werden schon irgendwie in Kontakt kommen, wenn es nötig ist. Maggie, gute Arbeit. Danke, Boston. Gute Arbeit, fast nicht getötet worden zu sein. So, was haben wir denn hier? Ein Fragezeichen haben wir da. Okay. Sogar Steine erschaffen. Ja, nicht so wie diese Luftbälle, ne? Jetzt weiß ich, wie sich mein Hamster gefühlt hat. Ah, musste also mitrennen die ganze Zeit. Gut, da ist der Rufknopf, okay. Eine beschädigte Tür. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Oder wir nehmen die Schaufel. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Oder wir nehmen den Stoßzahn. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Oder wir nehmen jemanden, der uns hilft, die Tür aufzustemmen. Nichts könnte diese Tür öffnen. Was war das für ein Geräusch? Hier können wir, glaube ich, auch hingehen. Wow, 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 wow. Nicht so krass hier. Noch ein Geist. Der letzte hat uns den Weg in den Nexus gezeigt. Natürlich ist Brink dabei gestorben. Ich kann sie nicht öffnen. Ich kann sie nicht öffnen. Das bringt nichts. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich kann sie nicht öffnen. Ich will das Gerät benutzen. Was ich aber nicht kann. Ist das? Oh. Da kommt eine Reaktion.
Wenn's beim ersten Mal nicht klappt, nur ein bisschen justieren. Ach, nicht nur tippen, halten. Warte mal. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Ja, vielleicht noch. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Gehen. Was ist hier da? Eine Reihe Displays, die in die Wände eingelassen sind. Inschriften hier und da. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Museum. Seltsame, leuchtende Kristalle. Symbole, die auf eine Platte geschrieben sind. Sieht aus wie ein Alphabet. Okay, nehmen wir gleich mit Display. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Ja, das könnte wirklich sein. Ja. Frage ist, wie gebe ich ihr das? Vielleicht über den Com oder so. Okay, irgendwas mit Tod. Wieder lebendig? Na, guck mal. Noch so eine Gravur am Stab. Der Kanister hat es sicher ganz schön in sich. Oh. Boston! Maggie, ich habe sie gefunden. Es war mir nicht bewusst, dass ich verschwunden war. Sie wissen, was ich meine. Ich habe einen Weg gefunden, zu Ihnen zu kommen. Durch das Museum, diesen Weg entlang. Das ist schön, Boston. Wenn das Museum ist, dann ist das hier wohl die Bibliothek. Ich habe herausgefunden, wie man im Nexus die Türen öffnen kann. Es gibt eine Bahn, die hierher führt. Hören Sie, Boston, ich finde es toll, was Sie alles herausgefunden haben, aber ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Ich glaube, ich bin ganz kurz davor, das ganze Zeug hier zu verstehen. Ich will einfach hierbleiben und weiterarbeiten. In Ordnung? Klar, natürlich. Ich wollte nur... Egal. Ich weiß, wo ich Sie finde, und Sie wissen, wie Sie hier rauskommen können. Ja, danke. Wenn ich was herausbekomme, melde ich mich bei Ihnen, okay? Alles okay. Klar. Ja, alles klar. Ich werde Sie jetzt nicht weiter nerven. Apropos Nerven. Ich habe hier diese Platte gefunden. Ich habe sie im Museum gefunden. Können Sie sie lesen? Das sind andere Symbole als die in der Datenbank hier. Die sind wohl nicht dafür gedacht, dass Fremde sie lesen. Okay, Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften. Manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unsere dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Robbins! Ich wünschte, ich könnte die Inschrift lesen.
Da steht bestimmt etwas sehr Wichtiges. Lassen Sie mich erstmal die Sprache hier lernen. Ich werde mir Ihre Inschrift bei Gelegenheit mal anschauen. Wie läuft es mit Ihrem Datenempfang? Ich empfange alles, nur verstehe ich nichts. Aber Sie sind sicher, dass es sich um Ihre Sprache handelt? Keine Ahnung. Ich glaube, diese Bücherei wurde von verschiedenen Spezies verwendet. Wie das Museum, das Sie entdeckt haben. Diese Sprache könnte extra dafür entwickelt worden sein, um einfach übersetzt werden zu können. Wenn sie so einfach ist, warum dauert es dann so lange? Einfach im Vergleich zu einer natürlichen außerirdischen Sprache, die man noch niemals gehört hat. Lassen Sie mich einfach in Ruhe arbeiten, Boston. Die Bedeutung von einigen Symbolen habe ich vermutlich schon raus. Aber ich muss erst noch einmal überprüfen, ob das alles Sinn macht. Ich finde, wir sollten uns wieder zusammentun. Warum? Ich bin davon überzeugt, der Schlüssel zu unserer Heimkehr steckt hier in den Konsolen. Erkunden Sie weiterhin die Umgebung hier und ich arbeite daran, uns wieder nach Hause zu kriegen. Wenn ich es rausbekommen habe, nehme ich Sie mit. Ganz kostenlos. Okay. Glauben Sie, es ist möglich, Tote wiederzuerwecken? Spirituell ja. Ich war bei einigen Zeremonien dabei. Physikalische Wiederbelebung, da bin ich nicht so sicher. Warum? Oh, wahrscheinlich gar nichts. Mhm, das war der Hinweis aus den kleinen Animationchen. Sie werden nicht glauben, was ich entdeckt habe, Maggie. Ich habe gerade etwas eingeschaltet, das so aussieht wie eine Brücke aus Licht. Eine Brücke aus Licht? Wo führt sie hin? Ich weiß noch nicht. Ich konnte mich noch nicht dazu überreden, sie zu betreten. Ich verstehe. Bin immer noch auf der Suche nach den Platten, Maggie. Dann schauen Sie doch auch mal, ob Sie ein großes, saftiges Steak finden können. Oder einen netten Salat. Oder ein bisschen Obst. Ich will Sie ja nicht aufhalten. Danke. Danke. Okay, das ist wirklich abgeschottet hier. Na denn, speichern. Speichern, speichern, speichern. Rübergehen. So, da drüben, der Pixelhaufen, sind wir. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Tja. Achso, das kommt von hier unten, ne? Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Nee, okay. Gekommen, da ist nichts weiter. Ich glaube, hier werden wir nichts weiter mehr erfahren, ne? Können wir wieder zurückfahren? Ich glaube, ja. So, da unten durch. Achso, warte mal, hier ist ja noch. Hier ist eine Menge Wasser. Wenn man es trinken kann, sterben wir wenigstens nicht sofort. Wir werden genug Zeit haben, um zu verhungern. Ups. Das arme Tier. Wenn Maggie hier wäre, würde ich ihr sagen, dass sie nicht zu einem riesigen Aal ins Wasser springen soll, der sie für sein Abendessen halten könnte. Vielleicht sollte ich meinem eigenen Rat folgen und an Land bleiben. Okay, wenn er das sagt, ich gehe erstmal zurück. Also hier ist ein fleischfressender Aal. So, hier ist eine Tür, wo wir noch nicht hin können. Dann fahren wir mal hier. Aber warte mal.
Ich habe 2 Kristalle. Was wäre... Moment, Moment, Moment. Wer weiß, ob es überhaupt klappt. Selbst wenn es dieselben Kristalle sind, die auf dem Display im Museum einen Außerirdischen wiederbelebt haben, sie sind trotzdem nicht für Menschen gemacht. Einen Versuch ist es wert. Brink, wie geht's Ihnen? Es geht mir gut. Was ist passiert? Ich erinnere mich, dass ich gegraben habe und der Boden unter mir nachgegeben hat. Brink, Sie waren tot, mehrere Stunden lang. Dass diese Amerikaner immer übertreiben müssen. Ich versichere es Ihnen, Brink. Kein Puls, keine Atmung, tot. Aber ich habe ein paar von diesen Kristallen gefunden und ein Display hat mir gezeigt, wozu man sie benutzt. Wo ist der Kristall? Ich muss ihn sehen. Ich war mir nicht sicher, ob er bei einem Menschen funktionieren würde. Unsere Zellstrukturen müssen sich sehr ähnlich sein. Boston, durch den Kristall bin ich nicht nur wieder am Leben, ich bin am Leben. Ich fühle mich besser, stärker, lebendiger als jemals zuvor. Purpur-Tentakel. Maggie, hören Sie mich? Ja, klar und deutlich. Ich hoffe, Sie haben was Wichtiges. Ich glaube schon. Brink ist nicht mehr tot, Maggie. Sie haben einen ziemlich kranken Sinn für Humor. Ende. Nein, warten Sie, ich meine es ernst. Todernst. Brink? Ich glaube es ja nicht. Es war dieser Kristall, den ich im Museum gefunden habe. Das Display zeigte, wie er einen Toten wiederbelebt hat. Also habe ich es versucht. Ein Kristall, der Tote auferstehen lässt? Wenn wir je wieder zurückkommen, wird das die Welt verändern. Es wird alles verändern. Ich bin nicht einfach wieder am Leben, Maggie. Ich fühle mich grandios. Ich habe das Gefühl, dass ich nie wusste, was es heißt, sich gut zu fühlen. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir nach Hause finden. Mir war es eigentlich immer ziemlich wichtig. Forschen Sie weiter, Boston. Ich arbeite weiter an der Sprache. Alles klar, Maggie. Okay. Wir haben einen zweiten Türcode gefunden, ne? Achso, vielleicht sollte ich mir den zweiten Türcode erstmal angucken nochmal. Also, der Quader, rot. Dann rot, Quader, blau, Quader, grün. Okay. Mal gucken, wo das funktioniert. So, roten Quader. So. Roten Punuppel, ja? Den da. Den da. Blauen Quader. Und grünen Punuppel. Warte mal. Kommt der mit? Warte mal, wo müssen wir? Hier, ne? Ja, kommt mit. Okay, gut. Ich probiere mal was.
Brink, könnten Sie mir hier mal helfen? Sicher. Bei drei. Eins, zwei, drei. Oh. Das war bisher der längste Besuch eines Geistes. Die Erscheinung schwebte genau über diesem Becken. Es ist voll mit Kristallen. Sind das diese Lebenskristalle? Wie der eine, mit dem Sie mich wieder lebendig gemacht haben? Sie sehen so aus. Dann ist doch alles klar. Diese Kristalle sind der Grund, weshalb Sie uns hierher gebracht haben. Sie haben das Geheimnis des Lebens entdeckt und wollen es mit uns teilen. Mhm. Haben Sie gar nicht hingesehen, Brink? Egal, welche Sprache Sie sprechen, aber dieser Geist hatte die Form eines Totenschädels. Er wollte uns warnen. Diese Kristalle sind gefährlich. Das war das Symbol des Todes, Low. Diese Kristalle sind das Gegenstück zum Tod. Das wollte er damit sagen. Und wenn es Nebenwirkungen gibt? Haben Sie mal daran gedacht? Die Nebenwirkung ist, dass ich mich besser fühle als je zuvor. Wenn Sie selber einmal einen Kristall genommen hätten, dann wäre Ihr Geist genauso klar wie meiner und Sie würden sehen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als alle Kristalle zu finden und zu benutzen. Brink, ich glaube, Sie haben Unrecht. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Diese Außerirdischen sind freundlich und gut, Commander. Sie haben uns ein Geschenk gemacht. Ja, wenn das alles so perfekt ist, wo sind Sie dann, diese Außerirdischen? Vielleicht haben Sie sich auf eine höhere Stufe der Existenz begeben. Oder vielleicht sind Sie auch alle tot. Sehen Sie, wie schlecht Ihr Gehirn funktioniert? Wie könnten Sie tot sein? Sie haben diese Kristalle erfunden. Commander, Sie tun mir leid. Immer noch beherrscht von gewöhnlichem Geist und gewöhnlichen Ängsten. Aber ich fühle mich einfach zu gut, um jetzt mit Ihnen zu streiten. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich nehme so viele Kristalle mit, wie ich tragen kann. Oh, ich nehme ein paar davon mit, für Untersuchungen auf der Erde. Ich werde sie einfach nicht benutzen. Das werden Sie schon, Commander. Okay. Oh, da ist ein Kanister. Den haben wir auch gesehen. Kann man da sowas machen? Es zeigt sich keine Reaktion. Okay, und keine Reaktion. Vielleicht sollte ich noch einen Kristall nehmen. Für Untersuchungszwecke. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar, ne? Okay. Der Typ, der wird sehr überheblich hier. Ja, ich glaube auch, dass wir ein Monster erschaffen haben. Widerlich. Hey, Brink, glauben Sie... Brink! Brink, wo sind Sie? Brink, antworten Sie mir. Brink, können Sie mich hören? Wo sind Sie? Maggie, Brink ist abgehauen. Er hat nicht sehr rational reagiert, als er einen großen Vorrat an Kristallen gefunden hat. Ich fürchte, diese Dinger machen süchtig. Oder sie haben seine Persönlichkeit verändert. Ein Geist wollte uns warnen, aber Brink war zu überheblich, um auf einen guten Rat zu hören. Immer wenn es hier freundlicher zu werden scheint, stößt man auf neue Gefahren. Auf jeden Fall mache ich ohne ihn weiter. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich werde mich ab und zu bei ihm melden und schauen, ob er mit mir reden will. Danke, Maggie. Allmählich nehme ich das persönlich. Niemand will bei mir bleiben. Vielleicht ist es mein Deo. Ich glaube, irgendwo auf Attila hat es versagt. Oh mein Gott.